Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück in Wasteland 2! Yes, yes, yes. Was stellen wir eigentlich Feines an heute? Ja, wo waren wir denn eigentlich schon überhaupt? Um was geht's hier eigentlich? Dann schauen wir nochmal eben nach, was wir denn so tuten täten könnten. Ja, was haben wir denn da bei den Gleisnomaden? Achso, ich wollte ja mal auf Englisch wieder umstellen, weil das wohl ja zu Problemen führt. Habe ich mir ja sagen lassen. Ach nee, Notiz wollte ich nicht. Der Tobel comes. What? Ja, wie war das? Englisch, Englisch. Ach, Kacke, das kann ich hier gar nicht. Da müssen wir doch mal eben irgendwas ändern. Hauptmenü. So, Deutsche, Englische, schließe, continue. Mal sehen, ob. So, ja, und da sind wir wieder in Wasteland 2, würde ich sagen. Ja, ja, genau. Ich bin Agent Sasori und ihr wisst ja sowieso, was wir hier spielen. Topagan! So, wo soll ich hin? The Rail Nomads Camp. Topakan Leader. Aber, Mr. Topakan, komm da mal please to me. Aber wir waren doch bei dem Leader von Topakan, dem alten, ne? Was soll ich denn jetzt bei dem eigentlich? Ist doch mal total bescheuert. Der hat doch nur erzählt, er will den Krieg anfangen, oder? War doch gar nichts anderes. Dass ihm das alles scheißegal ist und es geht um den goldenen Gleisnagel und was haben die ja eigentlich für Schmerzen? Weight it down. Ach, jetzt machen sie wieder rum, weil sie 3 Tonnen tragen müssen, mein Gott. Oh, the Meeting Hall. Gehen wir halt da nochmal rein. Schauen wir doch mal eben nach. So, Enter. Ja, genau, sehe ich auch so. So, wer bin ich denn gerade? Okay, wollen wir mal die hier nehmen. Hello, Mr. Topakan. Kikabaka, kababaka. So, mal hören. Why have you returned? Ich kann gut beisagen. Krasse Konversation. Okay, dann haben wir das wohl verkackt. Bleibt die Frage offen. Wen töten wir jetzt als nächstes? Oder müssen wir jetzt echt wieder dahinter? Also diese Hin- und Her-Latscherei, das ist doch Crap, ist das doch. Der totale Crap. Außerdem mögen uns doch die Jungs da gar nicht. Haben die nicht das letzte Mal mit mir so einen Ärger angefangen? Erstmal nachladen. So. Dun, 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 dun. Dann gehen wir halt nochmal dahin. Es war hier hinten irgendwo. Here we go. Travel. Was sagt man eigentlich die Map? Wo sind wir eigentlich? Wir sind die da. Bruce. Attischunskamp. Wo geht's da hin? Hier ist einfach Eingänge. Little, 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 little. Wo geht's da hin? Sevasteland. Na gut, okay. Ach, ist das aufregend, Kinder. Hm? Ich kann euch sagen. Ich bin der Postbote und wer bist du? Enter Attischunskamp. Yes. Übrigens ich hier. Ist der Rest der Welt. Ja, Mann! So. Bevor wir hier vollkommen ausrasteten. Keep out! Was ist denn das hier für eine Texturgedönse? Naja, egal. Dim, dim, dim. Erwarten uns jetzt hier wieder ein paar böse Buben, oder? Die haben ja eigentlich schon... Da ist ja eine Kiste. Hallo, Kiste. Dich habe ich ja noch gar nicht gesehen. Da machen wir doch mal auf, die Kiste.
Angie Death könnte für 5 Pfund noch eine Knarre tragen. Ja, und damit ist sie auch völlig überladen. Gut, dann gehen wir halt wieder zurück und gucken, ob wir die und irgendwie nochmal zur Vernunft kriegen. Den ganzen Crap haben wir liegen lassen. Letztes Mal. What? Wo ist denn ein Safe, Mann? Wie kommen wir denn da hin? Ah, 4 darum, einer darum. Oder wie war das? Ne, 5 darum, einer darum. Grandma wieder, verstehst du? Grandma muss natürlich wieder hier den Hardcore-Weg gehen. Oh. We have something to ausbuddel hier, I guess. Gehen Sie mal weg, so kann Fatih nichts sehen. Schäufle? Hä? Are you kidding? You can't use the shovel on that object. Examine. Yeah, something seems to be buried here. Wie soll das denn sonst gehen? Klappspaten? Schreibt er immer. Das ist hier eher so eine Kollisionsabfrage. Gedönse, würde ich sagen, oder? Ich kann es doch anwählen. Oh, what do we got here? Bullshit. Dann würde ich sagen, machen wir hier Safe Knack McErsey. Critical. Na gut, dann machen wir eben mal Safe Game. Splack, Schlack, zap, zap, ab geht er. Hier mal eben Safe Honey. Mal dahin und aufgebrochen die Möhre. 47, 48, 13. BAM! Wie fehle? Jetzt hör mal auf, ey. Okay, dann halt 13, 47. Ja. Ich sag mal einfach spontan load the game. Schüpdi-dupdi-du, ich weiß von nichts. Vergesst ja sowieso alles, also habe ich auch vergessen, was wir eben getan haben. Ach, guck mal, ein Safe. Dann machen wir doch folgendes. Gehen wir doch mal hier Safe Cracking. Use Perception. Mhm. Dum, 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 dum. Läuft. Guck mal, ich habe einen schicken Hut. Amigo Head. Sehr geil. Batterien. Was auch korrekt ist, finde ich. Und sehr nett finde ich auch, dass wir Sabot Rocket finden. Für 15 LBS. Area Attack. Das klingt ja total gut, ne? Wir schieben die mal in die Möhre. Ihm hier. Flupp. Na, zeig hier unten schon ein Überladensymbol an. Was mach ich denn mit Amigo Head? Nimm ich den auch mit? Snow Glove und ein Tennisball. Tennisball. Was ist denn mit ihr eigentlich wieder los? Wegen dem bisschen über... wie viel Batterien die hat. Wegen dem bisschen hier, oder was? 9mm Ammo. 38er Ammo, die braucht ihr doch gar nicht, oder? Throw it away! Biatsche! So, wo haben wir denn jetzt ihn hier mit seinem New Panzerfaust? Komm, lass mal. Ach nee, Moment. Wer ist Demolition? Das ist ja hier Rosie, oder? Das ist doch die... Oh, stimmt, die hat so ein Ding. Das ist doch hier die Demo-Queen. Yes, we can do, baby. So. Dann gucken wir doch mal, ob die Attichons immer noch so böse zu uns sind. Ansonsten würde ich sagen, Panzerfaust raus, Spaß haben, ne? Geht ja eh nicht so weiter, ne? Können uns ja nicht auf der Nase rumtanzen lassen hier in dem Saftladen. Achso, by the way, save the game. Wir haben ja schließlich den Safe geknackt. Sonst müssen wir das ja gleich nochmal machen und verlieren vielleicht unseren ultra krassen Raketenwerfer. Was zur Hölle ist das? Das ist neu. Aha, okay. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Auto Franke. Ah, scheiße, was der da oben ist. Ist das ein Scanradius oder was? Cool stuff. Hier hatte ich wohl zuletzt auch schon das ein oder andere liegen lassen. Macht ja nie! Ein Safe? Nein! Alter, out of... Wieso eigentlich? Ja, ja. Brauner.
In the name of science. Wollen wir mal machen? Ja, Mann! Bam! Sniper war das. Wie geil ist das denn? Ja, nö, ich hab mal ein bisschen gekitzelt. Hey, Rosie hat ihn voll weggesnappt. Aber kann man das Ding jetzt nachladen oder was? Rocket 7 AP, Free Aim, Attack Cost. Ich kann das nicht nachladen. Ich glaube, der ist leer. Oh, nimm die Kacke. Ach nee, Moment. Das ist der andere. Der hat den einfach leer geschossen und weggeschmissen. Wie krass die drauf ist. Er leckt mich am Arsch. Was haben wir denn hier? Hocker drin, dich. Muni, nur mit. Zack. Knarre lass mal liegen. Keine Zeit, kein Geld, kein Platz. Ah fuck, bin ich jetzt hier falsch gelaufen? Ah, dich ist Crap, dich ist Crap. Wir müssen hier ohne rein, hä? So, also gerade mal zurück. Ja, aber wie soll ich denn jetzt mit denen reden? Ich meine, jetzt sind wir noch alle verfeindet und so. Wie läuft denn das jetzt? Jetzt ist ja aus der Postbotennummer, wenn ich jetzt, ja, Murder on the Dance Floor. Warten wir da mal. Da ist immer das klapprige Teil hier drüber. Rakete war lustig, hätte ich mir vielleicht doch aufheben sollen. Für ein größeres Kriegsszenario. Was ist das hier? Examen. Ah ja. Sehr spannend. So, Brüder und Schwestern, wir sind wieder da. Wir sind auch ganz lieb. Attischons. Aha. Melissa. Hallo, Melissa. Hm, die sind ja ganz nett. I miss my husband. Bist du dir sicher, dass du dann hattest vielleicht? Weiß ja nicht. Wo war denn hier der Chief? Chief. Die Hütte sieht schwer nach Chief hier aus. Ich weiß nicht mehr genau, ich will vergessen. What the fuck? Wir gehen einfach mal. Irgendwie meine ich, das war hier. Rein in die Bretterbude. Und Rosie habe ich am Start. So, wer bist denn du? Chisel. Servus, Chisel. You must like pain. Warum sagst du mir denn das? Ja, genau, dann gehen wir wieder. Da habe ich doch im YouTube irgendwie noch einen Tipp bekommen, wie man das machen kann, glaube ich. Da musste ich irgendwas eingeben. Irgendwie war da sowas. Verbuggt halt. So, wo sind wir hier gelandet? Ach, nee, hier ist ja gar niemand. Examine. Mhm. An empty can of coffee beans. Das ist da auch eine sehr wichtige Information, finde ich. Die ist so sinnlos wie ein Kropf, ey. Hier ist ja gar nichts. Hier ist ja gar nichts. Ich muss irgendwas. Ach, da ist ja noch ein Haus. Aber ich muss auch irgendwas machen hier. Rein in die Bude. Hä? Hier kommt kein grüner Rahmen, weil ich out of range bin, oder was? Krasse Scheiße, Mann. Angriff! War sogar keiner da. Toaster? Pickup? Komm, wir klauen die ganzen Knarren, ey. Was haben wir da? Scrap? Carabiner. Na, wo soll ich den denn hinmachen? 3% to jam. Kannst du das noch tragen, Schneggel? Ja, so, zack. Gucken wir mal. Abgerippt und raus hier, würde ich sagen. Jetzt gibt's Ärger, oder? Nee. Wo können wir denn noch hingehen? Können wir denn noch anstellen? Ist hier der Chief drin? Ist hier Chief Quimby? Ist das die Chief-Bude? Die sieht gar nicht so aus. Doppelkant. Wer ist das denn? Hornes John! Howdy!
Trade. Oh, du, so einer bist du. Was hast du denn? Ein Fotoapparat. Neo Geo, whatever that is. Und ein Sega Genesis. Und, ja. Ich sehe schon, du bist richtig gut drauf, mein Freund. 8 bis 12 mal 4. 6 müsste halt eigentlich nur Scheiß knarren. Eigentlich hätte ich nur Scheiße dabei. Der ist am besten, der hat nur Munition zu verkaufen. Der hat noch so einen Laser dabei. Noch so einen Caravan. Komm, hau weg. So, was hat er hier? Karabiner, Karabiner, Karabiner. Unusual Bow. Trinket ist das. Ah. Plus Critical Damage. Okay. Okay, okay, okay. Maschine, weg damit. Das sind nur 10. Och, jetzt sehe ich das erst. Sehe ich das erst wieder. Gib mir alles zurück, Klappspaten. Weg hier. Du hast nichts, du kannst nichts, du weißt nichts. Aber eins sehe ich ja jetzt erst. Er hat hier oben drüber so ein Händlerfähnchen. Och, was süß. Och, was süß. Scheiß. So, raus hier. Warum läuft denn der echt so lahm? Oh, Slow Motion Breakdance Training und so. Was haben wir hier noch? Hallo, bist du der Chief? Ah, ja. Hier finden wir nichts. Was könnten wir denn wirklich nochmal so spannendes auftreiben? Wen können wir denn mal spannendes erschießen eigentlich? Examen finde ich gut. Guck mal hier, eine alte Lok quasi selbst gezimmert und oben drauf ein Sessel. Das ist immer ein brutales Führerhaus, ey. Na gut. Dann müssen wir uns das mal gut überlegen, wenn wir jetzt in den Arsch treten. Was wir jetzt mit dem hier machen. Bisschen Bock, den zu vermöbeln einfach. Arsch, Krampe. Na, okay, das geht wohl nicht. Macht ja nichts. Hätte ja sein können, der reagiert da drauf. Also provozieren lassen sich die Jungs ja auf jeden Fall mal nicht. Das heißt, die gehören eher so zur entspannten Kiffergruppe. Dann lassen wir sie einfach mal ein bisschen spielen. Ich weiß gar nicht, wen ich erschießen soll. Was ist denn das hier eigentlich für eine grobe Messe? Mhm. Wo ist denn hier Mr. Ausgrabung? Gucken Sie mal, was da drin ist. Ein Schaufelchen für Fati, ein Schaufelchen. Oh, crazy. Laserdisc. Den hätte ich auch verbuddelt. Da kannst du nichts Besseres machen. So, ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben niemanden getötet heute. Das ist irgendwie Ausnahmezustand. Hallo Melissa übrigens. Servus. Du siehst ja auch ganz gut aus, oder? Don't take too much time, Rangers. My gun is getting... Was? Ich hau dir die Fresse ein, Tussi. Wen haben wir hier noch? Hatte ich schon? Nee. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Planlos renne ich rum, wie immer. Das ist ja hier Wasteland und nichts anderes. Ich will nochmal gucken, was das hier ist. Die Überreste. Leiche. Geflattert. Ja, und ich glaube, wir sehen uns erst in der nächsten Folge, wenn ich weiß, was ich überhaupt hier machen soll. Das ist ja total... Da ist Blut. Total blöde. Was mache ich denn jetzt? Blödes Quest. Ich mag das Quest gar nicht. Ne? Sag ich dann nur... So, we need to get a Topican leader on board. Ich bin mir noch nicht so ganz einig, was ich machen soll. Vielleicht habe ich doch nicht verstanden oder... Weiß nicht, muss ich mehr Red Bull trinken? Ich weiß nicht so genau. Ich habe den Eindruck, ich laufe ein bisschen sinnlos hier rum. Habt ihr ein paar Vorschläge für mich, was wir jetzt als nächstes machen? Was ist denn da drauf? Ein Vogel.
cool. Ja, was wir denn als nächstes so anstellen werden. Und schreib mir das einfach mal in die Kommentare, während du so auf den Like-Button klickst. Und dann schauen wir mal, was wir demnächst machen, weil irgendwie haben sich noch nicht genug Leute geäußert, wie wir denn überhaupt jetzt hier weitermachen. Ne? Aber bis dato würde ich mal sagen, trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte schreibt unten rein, was ich jetzt machen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich verlaufen im dunklen Wald. Im dunklen Wasteland, sozusagen. Mit einem Panzerfaust auf dem Rücken. Ja, schreibt mir doch mal, wo ich hin muss, weil ich habe irgendwie den Plan verloren. Ihr habt da bestimmt mehr Plan. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Bis dann, vielen Dank fürs Zuschauen, euer Agent.